Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Bodys Van Mobility. Heute startet mein Alpenbus. Wir sind jetzt im Augenblick kurz vor Ehrwald. Ich fange in Ehrwald an mit dem Fahren. Da werde ich das Wohnmobil verlassen. Und dann fahre ich die alte Fernpassstraße hoch. Ich muss vorne Eppis Hänger aufbauen. Leider ist das Wetter etwas bescheiden, es regnet, aber das macht der Tour keinen Abbruch. Das ist überhaupt kein Problem. Wir fahren gerade in das Ehrwalder Becken rein und fahren im Augenblick gerade durch Leermoos. Und jetzt fahren wir dann gleich noch nach Ehrwald und dann fange ich an mit dem Anhänger aufzubauen für die Abby und mich dann langsam umzuziehen. Es hat aktuell hier 8 Grad. Das ist natürlich nicht unbedingt von Vorteil und Ehrwald im Regen ist bestimmt auch nicht schön. Die Zugspitze sieht man nicht, weil die ist noch voller Nebel. Die ist jetzt direkt vor uns, aber die ist noch voller Nebel. Aber ich werde trotzdem eine schöne Tour haben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Da probieren wir jetzt, ob wir das schaffen. Und wenn ihr wissen wollt, ob ich das schaffe, ob ich den Fernpass hochkomme und bis Landeck wieder runterkomme, die Tour hat circa knappe 70 Kilometer, so wie ich sie fahre, weil wir müssen auf dem Campingplatz danach weiter. Und das machen wir dann. Später seht ihr mehr. So, wir sind in Ehrwald angekommen. Und jetzt suchen wir nur einen schönen Platz, wo wir loslegen können. Wahrscheinlich sogar gleich hier irgendwo an der Tankstelle. Und dann geht's für mich auf Tour. Hallo ihr Lieben. Ich starte jetzt meinen Alpenbus. Und ich fahre jetzt gerade in Ehrwald los und fahre an der Loisach entlang. Das Wetter ist heute sehr bescheiden. Es regnet ein bisschen. Ehrwald im Regen und ich habe seit morgen den Regen erreicht. Aktuell 9 Grad. Aber ich denke, wenn ich den Fernpass hochfahre, da wird mir es schon warm werden. So, wir fahren über die Loisach drüber. Oh, nasse Holzbanken. Da passen wir auf. Wunderschön hier die Landschaft. Es hat so ein paar Nebelschwaden. Aber das macht Spaß. Wir fahren gemütlich. Wir wollen keine Höchstleistung bringen. Und dann darf auch Abby ein paar Mal raus. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das heute noch ein bisschen aufreißt. Also laut der Wetter-App soll ich noch mal nass werden. Aber jetzt hoffen wir mal das Beste. Ja, das ist richtig schön. Da an der Loisach entlang. Aktuell tropft es jetzt wieder ein bisschen. Aber das ist richtig schön. So, wir fahren gerade am Campingplatz in Ehrwald vorbei. Wenn einer hier die Tour beginnen möchte, kann er das natürlich auch hier tun. Das ist ein wunderschöner Campingplatz. Bei mir hatte ich ja Glück, dass ich einen Dirk habe, der meinen Schatten spielt. Und der jetzt gleich nachher
durchrauscht bis Landeck. So, wir verlassen die Ortschaft Bio hier. 1,2 Kilometer. Fahren jetzt ein Stück an der Bundesstraße entlang, aber es ist nicht viel Verkehr. Ja, ich sehe kommen, es gibt eine Schlappschlacht. Und entweder ist das jetzt schon der Weißen See, was ich ziemlich stark vermute, oder es ist alles überflutet. Jetzt machen wir eine kleine Pause und die Abby darf mal raus. Ja, das ist wie gesagt der Weißensee und es ist alles ordentlich überflutet. Man sieht es auch, die ganzen Weiden, die waren komplett im Wasser. Jetzt beginnt es gerade wieder zu regnen. Aber egal woher man nass wird. Müssen wir das Cover aufmachen, dass wir da durchkommen. Auf. Ja, das ist die erste richtige Rampe am Fernpass. Das ist ja eigentlich so, ja, schön kernig, aber absolut alles fahrbar, gar kein Problem. Ja, man muss einfach bedenken, wenn man einen Hänger dran hat, A, war es alles nass, deshalb war der Schotter auch relativ lose und die Abby war ja auch noch hinten drin und es hat dann schon ordentlich gezogen darauf. Also das war nicht ganz einfach, aber wie gesagt, das ist absolut machbar. Aber ich habe mich dann auch entschlossen, dass die Abby danach raus darf und deshalb ist es relativ gut hochgegangen. So, ich habe jetzt die steilen Stücke die Abby laufen lassen am Fernpass, weil da muss ich den Hund nicht auch noch aufziehen. So, hier kommen wir der Fernpassstraße ziemlich nahe. Ja, das ist wunderschön. Ich bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Es geht stetig bergauf, aber es ist kein Problem mit dem E-Bike. Jetzt habe ich nur den Hänger und das Gepäck. Da ist kein Problem. Ja, herrlich. Einmalig. Wunderschön. Leider war Zugspitze und alles im Nebel. Ja, jetzt geht es wieder bergab. War es schon? Das kann ja nicht sein. Nein, nein, der kommt schon mal ein Opfer.
Und ich habe mich schon gefreut, das war's schon. Jetzt ging es runter und jetzt geht es wieder hoch. Aber wir schaffen das. Hier liegen jetzt schon ein paar lose, große Brocken rum. Und da muss man halt ein bisschen gucken, wo man fährt, dass man so ein bisschen auf dem festgefahrenen fährt. Also hier geht es jetzt richtig rauf. Aber das ist wirklich, also absolut alles machbar. Wirklich ohne Probleme. Und da Abby ja da richtig schön laufen kann, ist es natürlich super ideal. Sie kann schnuffeln, sie kann gucken, sie kann machen, was sie will. Ich werde sie da niemals drängen, das weiß sie auch. Boah, geschafft. Wir sind denn vom Pass oben. Ja, brutal. Boah. Puh. So, Bernpasshöhe geschafft. Jetzt haben wir es gepackt. Die eigentliche Bernpasshöhe ist ein bisschen weiter drüben. Es geht nochmal leicht bergauf, aber nicht mehr viel. Das ist nicht mehr weit. Ganz minimal. Und dann haben wir es aber. Und ja, hier, das ist wohl das meist fotografierte Bild. Hier unten geht es richtig runter. Da seht ihr auch die Fernpassstraße, die ist sehr stark befahren. Und jetzt fahre ich auch runter. Oder erst wollte das deine Stück hoch und dann runter. So, es geht jetzt rasant abwärts. Ewiges Auf und Ab da. Geht so ein bisschen hoch, dann eben runter. Oh, ich sehe da unten schon den Kotzbein, ne? Ja, mega. Okay. So, jetzt geht's endgültig runter. Das sind ganze Scharen, die trotzdem Pisswetter da hochfahren. Das heißt Pisswetter, es nieselt, aber ja, man bestimmt irgendwann, dass man jetzt fährt und dann muss man es einfach machen. So habe ich es jetzt auch gemacht. Ich habe es zuerst schon einen Tag geschoben und dann irgendwann wollte ich nicht mehr schieben. Da haben wir gesagt, jetzt fahren wir, egal wie das Wetter ist, das ist jetzt völlig wurscht. Aber man merkt schon, der Hänger schiebt hier runter schon richtig. Der eigentliche Fernschein-Trail. Jetzt geht es tatsächlich auf Trail.
sehr schön hier. Ja, das Wetter macht langsam auf. Das sieht direkt gut aus. Boah, hier geht es jetzt richtig runter. Ich habe jetzt den Sattel ganz runter gelassen, weil einfach der Hänger mit der Eddy drin und meinem Gepäck, der schiebt einfach ordentlich. Aber das ist alles machbar und gut zum Fahren. Ich mache halt ein bisschen langsam, weil ich denke, wenn ich mich da jetzt gleich so runter rassle, ja, mit dem Pudi richtig angenehm zum Fahren auf der Piste. Es geht natürlich mit jedem Rad. Halt mal an, zeige euch mal, wie es da runter geht. Abby, schau mal. Ja, auch der Abby geht's gut. Ja, das sind die Holzplanken, die sind nass, das ist nicht ganz einfach. Oh, da geht's ganz schön runter. Und ich zeige euch mal, wie das aussieht hier. Da unten seht ihr die Fernpassstraße. Und jetzt bin ich dann demnächst zum Schloss Fernsteinsee. Ah, das ist wunderschön. Das Wetter hat jetzt auch ein bisschen aufgemacht. Ganz klasse. Und wenn wir jetzt da rüber schwenken, da oben, wo jetzt der Nebel ist, da wo die Leitungen hochlaufen, da bin ich vorher gestanden. Und dann bin ich da ganz außen rumgefahren, bis wir jetzt das hier hatten. Und jetzt sind wir aber auch gleich voll unten am Fernsteinsee. Das meiste vom Trail ist geschafft. Schön, da geht es zwar richtig runter, da links neben mir. Boah, das ist echt. Boah, das ist ja. Wow. Das ist ja mal echte Ansage hier. Richtig schön. Die Römerstraße, die ist jetzt dann auch nochmal ein bisschen steil.
Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, das hat von mir 100 Punkte. Also wirklich war echt mega schön. Das hier, das ist jetzt die alte Römerstraße. Hier sieht man noch die Wagenspuren von damals. Das ist wahrscheinlich das, was wir alle schon in den YouTube-Filmen gesehen haben. Aber ich will es trotzdem zeigen. Ich will es euch nicht vorenthalten. So, wir haben es geschafft. Wir sind am Schloss Bernsteinsee. Jetzt guck mal, ob man an den See noch kommt. Wunderschön hier auf dem Schloss Bernsteinsee. Einmalig. Ja, hinter mir seht ihr den Bernsteinsee. Das ist richtig, richtig schön. Also der Abstecher, der hat sich allemal gelohnt. Da hätten wir uns doch fast verfahren. Ich liebe diese Wege. Das ist ja mehr als nur einmalig. Wir fahren jetzt gerade das Städtchen Nassereith. Ja, das ist einfach nur noch schön. Die Wege hier. Richtig schön. Richtig tolle Wege. Ja, macht so richtig Spaß, mit dem Mountainbike zu fahren. Und wir rauschen da so richtig zügig durch. Wir haben jetzt auch mittlerweile ziemlich genau die Hälfte der Etappe. Und ja, das macht richtig Spaß. Klar, das hat jetzt die letzten Tage geregnet. Und es ist natürlich klar, das war halt zum Bergpass teilweise ein bisschen eine Schlammschlacht. Und hier ist auch ab und zu mal, aber es ist richtig schön. Jetzt sind wir gerade im Goldetal und da macht das Tal jetzt richtig auf. Ah, das ist mega schön. Ja, das ist ordentlich überflutet hier alles. Das ist brutal.
und es ist alles überflutet. Die Radler müssen knietief durchs Wasser. Ja, ich überlege mir jetzt, ob ich die Via Claudia jetzt zu Ende schwimme oder wie ich das mache. Aber da findet man einen Weg. So, wir fahren gerade an Taritz vorbei, fahren Richtung Imst. Und dann ab da geht es dann wieder das Inntal aufwärts. So, jetzt erreichen wir Imst. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir 37 Kilometer gefahren, aber wir haben ja die meisten Höhenmeter hinter uns. Es geht jetzt im Inntal noch mal ein bisschen bergauf. So, ja, mit 1-2% und bis Landig und dann haben wir es für heute diese Tour. Wir fahren durch Imst durch. Mittlerweile sind wir am Innenradweg angekommen, haben jetzt Imst hinter uns gelassen. Jetzt ist links von uns der Inn, rechts ist die Autobahn und mittendrin fahre ich mit Abby. Ja, der Inn, der hat schon richtig Wasser, also das ist schon heftig. Jetzt kommt wenigstens ein bisschen ab und zu die Sonne raus. Ja, das ist wunderschön. Jetzt fahren wir gleich in die Ortschaft Milz ein. Und da hinten, wo ihr die Wolken seht, da wo die Burg auf dem Berg ist, hinter diese Ecke muss ich noch. Ja, ich muss noch gut 16, 17 Kilometer. Dann habe ich's. Ja, der Weg, der ist absolut klasse. Das sind super ruhige Nebenstraßen, wo kaum mal ein Auto fährt. Da ist also wirklich super gemacht. Das ist ein Traum. Das ist also ja, 23 bei Gegenwind und hin aufwärts. Das ist doch recht ordentlich. Aber aufpassen, dass wir nicht geblitzt werden. So, die Burg rückt näher. Und das Wetter wird zunehmend besser, wird auch wärmer. Ich fahre zwar immer noch mit Jacke, aber alles in allem geht es doch recht gut. Boah, geht es da hoch? Puh. Nee, Gott sei Dank runter. Boah, das wäre fatal gewesen. So, wir rollen auf Landeck ein und da ist auch das Etappenziel für heute. Mein Navi spielt gerade verrückt, weil ich jetzt einen Campingplatz eingegeben habe. Den haben wir aber jetzt auch gleich erreicht, noch 3 Kilometer. Dann haben wir den und dann ist alles gut. So, Alpencross, erste Etappe. Von Ehrwald nach Landeck am 30. August 2023. Die zweite Etappe folgt.